Ja, Leute, herzlich willkommen zum neuen Teil vom Talsperren-Game. Wir haben es mittlerweile Mai 24. Ich bin wie gewohnt immer sehr spät im Frühjahr dran, wo andere Seen, andere Regionen schon abgeleicht haben. Da geht es hier bei mir erst richtig los und meine Lieblingszeit beginnt. Fische sind noch gut genährt, gut voll mit Laich. Man kann sie relativ gut eigentlich schon fangen, wenn man weiß, wo, an welchen Gewässern. Naja, was gibt's zu erzählen? Ich bin an einem für mich komplett neuen Gewässer. Ich habe den See immer so, ist auch eine sehr kleine Talsperre. Ich habe den See immer schon so auf dem Schirm gehabt, bin ein paar Mal spazieren gegangen im Winter, wenn du so Zeit hast, ne, guckst du hier so, kannst du hinfahren, du kannst mal eine Runde spazieren gehen, was du vielleicht noch nicht gesehen hast. Ja, war ein paar Mal hier und habe mir immer gesagt, boah, ey, das stinkt hier nach Karpfen, ne? Das stinkt nach Karpfen. Und ja, war ich jetzt letztens mal an einem schönen sonnigen Tag hier in der Nähe und habe mir gedacht, komm, ey, da musst du mal drüber fliegen. Dann nimmst du dir die Zeit, eigentlich hatte ich keine Zeit, aber egal. Bin ich mal drüber geflogen und habe richtig geilen Fisch gesehen. Ganz wenig Fische nur, also ich schätze mal, das ist hier wirklich ein sehr dünner Bestand. Aber einen sehr schönen Fisch habe ich dafür gesehen und ja, wo ich das gesehen habe, ging direkt ganze Frühjahrsplanung über den Haufen geschmissen. Alles, was ich mir so, ja, die Taktik, die ich mir so überlegt habe, welches Gewässer und so, ne, alles nebensächlich jetzt. Das hier ist jetzt das Ziel. Ja, kommt mir sogar ganz gelegen durch den hohen Wasserstand, durch den vielen Regen, sind ein, zwei Projekte auch echt ins Wasser gefallen. Ja, jetzt habe ich hier was, wo ich mich nochmal so richtig mit begecken kann, ne, richtig drauf freuen kann. Habe natürlich fleißig vorbereitet, dreimal habe ich mir den Weg gemacht, ist auch leider nicht ganz vor meiner Haustür. Ja, wo ich heute Morgen hier angekommen bin, die Luft, die hat gekocht, sage ich jetzt mal, ne. Ich habe direkt, ich sag mal, Unterhandwurfweite habe ich gefüttert und da ist auch direkt ein richtig guter Fisch gesprungen. Direkt. Und ich habe mir gesagt, oder direkt gedacht, das kann nicht lange dauern. Ja, wie es dann auch so sein sollte, auch schon ersten Fehlbiss gehabt nach 10 Minuten Angeln, ne? So kann es sein. Alter, komm. Das gibt's doch nicht. Oh, ey. Das gibt's doch nicht, Alter. Wie lange habe ich schon kein Fehlbiss mehr gehabt, Junge? Ja, ärgerlich. Wäre natürlich geil gewesen, nach 10 Minuten hier den ersten Fisch zu fangen. Aber, naja, so soll es sein. Der Morgen hat ja gerade erst begonnen. Bedingungen sind leider schlecht. Die letzten Tage war es sehr, ich sag mal, regnerisch, bewölkt. Also geiles Karpfenangelwetter, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, und heute Wetterumschwung, Hochdruck, die Sonne ballert und es war Nebel auf dem Wasser, kein Wind mehr, also komplettes Gegenteil. Nicht so geil. Jetzt habe ich schon hier, ich bin hier nicht so in der Flachzone, habe die Fische hier mal gesehen in der Nähe. Nicht so schön, sage ich ehrlich. Ist auch ein Day Lake, das heißt Nachtangeln ist nicht. Früh morgens bis abends. So läuft's halt, ne? Was gibt's sonst noch so zu erzählen? Leider kann ich nicht viel vom See zeigen. Der hat leider zu viele Merkmale, woran man ihn sehr schnell erkennt. Und einfach um das Gewässer zu schützen, weil ich weiß, mittlerweile gucken viele Leute meine Videos, nur um zu gucken, wo ich angel, obwohl ich nicht mal große Fische fange. Also ja, was willst du machen? Einfach aus dem Grund heraus kann ich an diesem See echt nicht viel zeigen. An anderen Gewässern ist das ein bisschen anders, da habe ich so ein kleines Privileg. Ja, ist hier ein bisschen anders. Deswegen verzeiht es mir. Ich versuche natürlich trotzdem so viel einzufangen wie nur möglich. Ich denke mal, das wird ganz gut klappen. Okay, Leute. Wir hoffen, dass noch einer geht. Ich halte auf dem Laufenden. Ich würde sagen, bis gleich, hoffentlich. Thank you.
Oh. Auf. Ja, Köpfe. Auf. Boah, Leute, guckt einfach mal in den Kescher. Der ein oder andere wird es schon erkennen. Es ist genau der Fisch von der Drohne, den ich vor kurzem gezeigt habe. Auch vor kurzem erst gesehen habe. Ja, so kann es laufen, ey. Erster Fisch, zweite Mal angeln. Wir haben es mittlerweile schon 2 Tage später. Beim letzten Mal ging nichts mehr. Aber der Fisch hat genauso komisch gebissen wie der Fehl bis letztes Mal. Und deswegen bin ich mir eigentlich fast sicher, dass es der auch war. Aber diesmal habe ich ihn. Geil, geil. Ey, Mission schon erfüllt, so gefühlt, ne? Hier liegt noch eine Leiche. 3 Uhr morgens aufstehen, war ein bisschen zu früh. Dann hatten wir noch einen wilden Ritt hier hin. Gucken, vielleicht erzähle ich die Story mal ein andermal. Jetzt kümmere ich mich erstmal um das Moped hier, Alter. Geil. Boah, Leute, was ein Moped, ey. Guckt euch einfach mal den Nacken hier an. Und den kleinen Schädel. Ganz sauberes Maul. Krass. Geiles Teil. So, Leute. Ich zeige euch nochmal. Ey, ich kann mich an dem echten Ersatz sehen. Sowas ist schon was ganz Spezielles hier, auch wenn es kein Riese ist. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesagt bis jetzt, glaube ich. Knapp über 17 Kilo. Ja, so täuscht es einen auf der Drohne, ne? Aber überhaupt kein Grund zu meckern. Mit Sicherheit der größte Fisch hier im See. Und einer der ganz wenigen. Also hier sind maximal 10 Fische drin. Ich zeige euch noch einmal kurz. Geiles Teil. Hammer. Mal kurz hier den Nacken zeigen. Ganz sauberes Maul. Hammerfisch, Digga. Hammerfisch. Hammer, Mann. Schön. So, Leute. Wir haben ab. Mission completed. Talsperren-Game geht weiter. Der Plan ist noch nicht durchkreuzt worden. Das ging doch schneller als gedacht. Geil, ey. Ja, Leute, herzlich willkommen zum nächsten Gewässer. Das andere konnte ich ja dann doch relativ schnell abhaken. Ich bin auch nach dem Fisch gar nicht mehr hingegangen. Es ist jetzt mittlerweile knapp 1,5 Wochen her. Ich war tatsächlich am gleichen Abend noch an einem anderen oder an dem Gewässer hier. Ich habe mir das Ganze wieder angeguckt, ein bisschen vorbereitet. War auch einmal angeln, habe nichts gefangen, noch nichts gefilmt. Aber heute habe ich so ein gutes Gefühl, dass ich gedacht habe, komm, erzählst du mal so ein bisschen was. Wo bin ich hier? Was mache ich? Was ist das Ziel? Ich bin an einem Gewässer, wo ich ziemlich genau zum letzten Jahr zur gleichen Zeit an einer ähnlichen Stelle auch war. Das ist eine schöne Talsperre bei mir. In der Gegend, sage ich jetzt mal. Und ja, mega geile Stimmung heute. Es hat geregnet. Ich sag mal, die Ufer, die sind alle so ein bisschen matschig.
Der Wald qualmt, so der Nebel steigt auf. Ich habe bei gleichen Bedingungen, zu der gleichen Zeit, letztes Jahr einen richtig schönen Fisch hier gefangen. Habe ich auch auf Video, blende ich mal kurz ein. Auf jeden Fall, was ist das Ziel? Ich konnte ja letztes Jahr hier an dem See schon den größten Fisch des Sees fangen. Im Normalfall ist ja dann eigentlich so das Goal abgehakt. Hier nicht ganz, hier gibt es noch einen Fisch, der ganz speziell ist, habe ich so auch jetzt noch nicht so oft gesehen. Also gefühlt, wenn man von oben auf den drauf guckt, jetzt das hier der Rücken ist, ist das hier der Bauch von dem Teil. Oder der Laichbauch, keine Ahnung. Habe ich auch einmal auf der Drohne gehabt, blende ich alles runter. Mega geiler Fisch, ist noch nie in dieser Form gefangen worden. Das macht es halt für mich jetzt interessant. Ja. So, den kriegt man scheinbar nicht mit der Standardtaktik, wie hier geangelt wird. Und ich sag mal, es scheint auch in der Form kein Futterliebhaber zu sein, weil sonst hätte man diesen Fisch schon auf Futter gefangen. Sieht nach einem richtig fetten Rogner aus. Und ich habe fast die Vermutung, sowas, die fressen irgendwie nicht so richtig. Also es gibt Rogner, die fressen, jo, die sind aber auch nicht so prall wie der. Also immer so komisch, ne? Auf jeden Fall, der frisst nicht so richtig. Und ich habe das Gefühl, den kriegt man nur so, wenn man wirklich genau auf seiner, ich sag mal, Zugroute abfängt, mit einem Single-Hook-Bait, so mit so einem knalligen Pop-Up. Anders kriegt man den, glaube ich, nicht. Ich habe den auch leider erst einmal auf der Drohne gesehen, wo er daher geschwommen ist, wie man gesehen hat. Und einmal, wie er, ich sag mal, mit dem ganzen Bestand in der Holding Area hier stand. So, und das hat ja eigentlich nicht viel zu heißen. Sonst habe ich diesen Fisch nie gesehen. Nie. Ja. Schwierig. Vielleicht wurde er danach mal gefangen, aber kann man natürlich dann nicht so richtig zuordnen, wenn der halt nicht so prall ist. Aber ich will natürlich fangen, wenn er prall ist. Und deswegen ist es hier immer so ein bisschen begrenzt. Denn nach der Laich bin ich mir ziemlich sicher, sieht er nicht mehr so aus. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt noch nicht so auf der Jagd nach ihm. Ich muss ihn erst noch mal so richtig sehen. Trotzdem angle ich einfach mal so ein bisschen rum. Probiere mal ein paar Fische zu fangen. Bedingungen sind top. Deswegen mal schauen. Die Luft glüht. Es ist richtig heiß gerade. Also könnte was gehen. Könnte was gehen. Jo, Marit. Alter, Leute. Uiuiui. Junge. Jungs, die Route, Alter. Die liegt gerade bei 10 Minuten, Alter. Hals, Maul. Alter, Hals, Maul. Das gibt es nicht. Ey, ich hab gerade die GoPro gesetzt, Alter. Oh, fuck, Alter. Geil, Mann. Ey, Jungs, ich sag's euch. Die Route lag 10 Minuten und ich habe hier noch nie an dieser Stelle geangelt. Oh mein Gott. So, ich kümmere mich mal um den Fisch. Ja, Leute, das ging schneller wie gedacht, ey. Ich bin an einer neuen Stelle. Ja, an der alten, da ging irgendwie gar nichts so, da hatte ich überhaupt kein gutes Gefühl. Ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, gehst du mal dahin, wo ich mal was springen gehört habe. Grob in die Richtung gegangen, ich wusste nicht genau wo. Ja, ein paar Mal vorbereitet, ihr seht. Es wirkt Wunder. Es wirkt einfach Wunder. Vorbereitung ist alles. Die Route lag 10 Minuten nicht mal, wenn überhaupt. Ich bin hier rumgelaufen, ich habe die so abgelegt, gerade hingesetzt, Kollegen angerufen, dann lief die Route schon ab. Für mich ein unbekannter Fisch. Und ja, so ein mega Start, ey. Für den ersten Fisch hier dieses Jahr. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ich sehe gerade, es ist ein bisschen dunkel. Ich kann mal umstellen.
Und ja, was soll ich sagen? Ganz anders geangelt wie das letzte Mal. Das letzte Mal habe ich ja eher so in der Mitte probiert im Flussbett. Da ging gar nichts, echt. Ja, und jetzt bin ich wieder im Steilhang, ne, wie es sich gehört. Man kommt scheiße hin, es sieht scheiße aus, aber die Fische sind ja einfach, ne, warum auch immer. Jedes andere Ufer sieht viel geiler aus, da ist Kraut, da ist alles. Hier ist kahl, aber die Fische sind hier einfach, warum auch immer. Auch richtig uriges Teil. Ich zeige euch mal kurz. Wir haben jetzt hier, wir haben es jetzt Mitte, ja, 24. Mai. Die Fische haben noch lange nicht abgeleicht. So, er hat jetzt natürlich überhaupt keinen Bock mehr. Er hat gar keinen Bock mehr. Ich zeige mal kurz. So. Richtig uriger Bulle. Bullin. So. Schöner Fisch. Auch hier hinten die Flosse. Fehlt so ein Stück. Aber ganz uriges Teil, ne? Schön. Jetzt zeige ich nochmal schnell die andere Seite. Scheint mir fast so, als wenn sie ja teilweise schon angefangen hätten zu laichen. Deswegen auch der Kratzer. Naja, mal gucken. Schön. Knapp über 14 Kilo. Tipptopp, Alter. Tipptopp. Ja, Leute, was soll ich euch groß sagen? Ich bin mal wieder angeln. Zum letzten Mal, knapp 5-6 Tage her. Heute habe ich echt gar nichts gefilmt. Ich habe nicht mal die GoPro aufgebaut. Ich habe mal so eine kurze Story mit dem Handy gemacht. Boah, Junge, Alter, was geht hier ab, Mann? Egal! Dicke Muttis ziehen! Katastrophenwetter, ne? Ich habe mir gedacht, komm, heute habe ich ein gutes Gefühl, heute geht einer. Ja, und wie war es? Genau nach dem Regen, halbe Stunde später läuft das Ding. Ja, tipptopp, Alter, normal kenne ich den See ganz anders. Normal sind die Stellen ja immer so nachts erst, dass sie erst laufen. Aber dieses Jahr ist alles anders. Ja, ich habe mir wieder schön einen rausgelassen. Knapp über 16 Kilo. Er blindet auf einem Auge. Richtig, richtiger Milchner, Alter. Der ist so am Spannen. Aber schön, Mann. Richtig schöner Fisch. Top, Alter. Mücken fressen mich. Aber egal. Alles nass, Leute. Ich sag's euch. Alles nass. Schönes Teil. Schnell die andere Seite. Ordentlich am Spannen. Ach, schön, Mann. Ganz sauberer Fisch. Schön. Ja, Mann. Richtig prall ist er. Ganz sauber. Ich guck mal, ob ich das Auge gezeigt kriege. Man sieht, ist so ein bisschen grauer Star mäßig. Ganz sauberer Fisch. Yo! Tipptopp. Tipptopp, Leute. So, ich halte es kurz heute. Heute gibt es nur Fisch.
Und nichts groß mit Naturaufnahmen. Ich packe ein. Bin natürlich mega happy. Alles klar, Leute. Peace. Beim nächsten Mal gibt es auch wieder mehr Taktik und allen drum und dran. Also nicht beim nächsten Video, ich denke mal beim nächsten Ansitz. Jo, okay Leute, macht's gut. Drei im Kescher und hier ist der vierte, Alter.